Innendämmung mit Wandheizung, Innendämmung ohne Wandheizung. Mhm. Wir haben ja hier schon gut teilweise gedämmt, aber wir hätten gerne eine Wandheizung. Deswegen müssen wir also eine thermische Trennung machen und gleichzeitig dadurch auch die Wärmeisolation erhöhen. Mhm. Was für Heizsystem kommt hier kombiniert zu neuen? Fußbodenheizung, Wandheizung und Heizkörper oder? Also unser Hauptsystem wird garantiert die Wandheizung sein. Gucken, wie weit wir jetzt damit kommen, ob wir noch irgendwo dann zusätzlich was machen müssen, weil wir relativ viele Fenster rundherum haben. Wie viel Wandfläche bleibt noch? Reicht die Wandfläche? Das ist im Prinzip eine Frage an der Stelle. Das kann man machen, ist kein Problem, aber im Großganz habe ich noch kein Gebäude gesehen, wo also eine Wandheizung nicht ausreicht. Oder und es gibt ja die Variationen auch als Trennwand mit beidseitigem Heizluden, wo man dann eine Trennwand hat und beidseitig Zimmer beheizen kann. Okay. Ist eine sehr angenehme Sache und ich habe auch gute, leichte Trennwände. Also, dieser Aufbau würde ich so vorschlagen, da wir schon Isolation haben, würde man die Dämmplatte 6 cm machen, plus eingefräste Nudel, wie man sie hier ja sehe, und dementsprechend Wandheizung anschließen an ganz normale Verteiler. Ich habe es ja schon draußen erklärt, wir müssen wissen, was das für ein Wärmestein ist, um den Bedarf zu ermitteln pro Quadratmeter Wohnfläche. Und dann lehnen wir die Fläche aus. Zum Beispiel dieses Thing hat bei 50 Grad Warmwasservorlauf 206 Watt Leistung. Kommen wir weiter runter, 45 Grad. Was für Heizsystem soll hier reinkommen? Das ist noch in der Diskussion. Öl, Gas, niedrig, standardmäßig, Holzpellets, nichts. Wir sind noch unterwegs. Es wird wahrscheinlich kein System sein, was jetzt mit nur rein Niedrigtemperatur laufen kann. Gut. Das müssen wir vorher festlegen, das muss vorher sicher sein, um dann den Bedarf zu ermitteln und dann auch die Fläche zu ermitteln. Genau. Ja, das ist sehr wichtig. Gut. Hier kommt dann einfach, was heißt einfach, hier kommt dann zweitlagiger Putz drauf, Grundierung, Unterputz, Gewebe, Feinputz, Farbanstrich. Wie wir sie auch hier haben, ich hole es nochmal. Hier ist ja auch diese Platte hier, sieht man ja hier, der Aufbau, nur dass hier das einfach Ding ist. Natürlich machen wir den Rest der Fläche mit den Dämmplatten ohne Heiznudeln. Das ist ja Blödsinn. Ja. Ja, aber man kann ganz normal damit heizen. Wunderbar. So, haben Sie noch zu dem Heizsystem oder Dämmung überhaupt Fragen? Nee, aktuell nicht mehr. Bitte? Aktuell nicht mehr? Aktuell. Kommt vielleicht noch. Durchrufen. Genau. Ein Telefon erreichbar. Genau. Sehr schön. Wir brauchen auch noch Trennwände hier. Wie macht man das am besten? Wie geht man da am besten vor, um also keine gemauerten, sondern vom Gewicht her leichtere, wegen der Statik? Wie kann man das machen? Vielleicht auch in der Kombination, da wir ja sehr viele Fensterflächen haben, mit der Heizung. Also können wir damit vielleicht mit den Innenwänden noch was machen, um die Flächen zu erhöhen, oder sind das hauptsächlich die Außenflächen? Sehr schön. Ihre Frage, vor allem gegen Trennwände, ist ja oft so, entweder gemauert oder linken rechts für Marzellplatten mit Glaswolle. Das hat ja keinen großen Schallschutz, da ist ja nichts vorhanden. Wir machen das anders, wir machen auch eine Ständerkonstruktion hin und nehmen diesen Holzweichfaserplatten, wo wir ja vorhin angesprochen haben, diese hier, die ist zum Beispiel beidseitig genudelt. Das heißt, das ist eine Trennwand, aber auch gleichzeitig eine Wand zum Heizen. Okay. Dazu machen wir ein Drittvlies unten drunter, dass ich eine Dichtigkeit habe und oder dass auch der Dritt nicht übertragen wird ins nächste Zimmer. Das heißt, jetzt haben wir unsere Trennwand in einer Holzkonstruktion, Heizung verlegt, anschließend würden wir die verputzen oder und im Prinzip mit Lehmbauplatte machen. Das hier ist eine Lehmbauplatte. Eine Lehmbauplatte hat ein sehr hohes Gewicht und dementsprechend extreme Schallschutz. Wir haben ja Trittschall, ist das hier, laufen, das Trittvlies und Masse ist Schallschutz, Fernseh, Radio und Sprache. Okay. Und so wird der Aufbau und im Endeffekt wird es wieder genauso aussehen, die Oberfläche, wie hier auch, nämlich Unterputz, Gewebe eingelegt, Feinputz, Stärke plus minus 1 cm. Okay. Anstrichtechnik wie hier oder Edelputz. Und das Ganze auf die Lehmbauplatte noch drauf? Noch. Dann oben drauf dann den Putz im Prinzip? Richtig, auf die Lehmbauplatte kommt dann 3 bis 5 mm Feinputz drauf und Anstrichtechnik oder wie man hier sieht, hier das ist ja ein Feinputz, das ist der Edelputz, eingefärbter weißer Putz, wo dann mir sagen, ist ein reiner Edelputz als Finishputz. Okay. Da brauche ich nicht mehr zu streichen, ich kann aber auch streichen. Okay. Ja? Und
weil Sie jetzt sagten, im Prinzip, das ist für Sprache, Fernsehen, Radio, ja, in der Richtung der Schallschutz. Ja. Wenn wir jetzt die Trennung haben zwischen Bad und dem Kinderzimmer daneben, wo dann geschlafen wird noch. Bad und Schlafzimmer? Oder zum Beispiel, genau. Im Prinzip der Schall aus dem Bad, der jetzt dann aber über Rohrleitung kommt. Ja, gut, wie fange ich den damit ab? Gibt es ja nur die Möglichkeit, das Rohr einzupacken. Das hat man früher oft gemacht. Mhm. Man hat Rohre isoliert mit Lehm, mhm, aber wegen der Kälte und wegen der Frost und wegen den Wassergeräuschen. Mhm. Masse ist Schallschutz. Okay. Und nicht Glaswolle oder Steinwolle drumherum, mhm, oder Hanfwolle drumherum. Stimmt nicht. Mhm. Masse ist Isolation. Das heißt, ich könnte da einen Schacht bauen oder mir einfach übertrieben gesagt einen Putzregen drumherum machen, mhm, das 10 cm mit Lehm ausgleichen, mhm, und hätte einen extrem hohen Schallschutz. Okay. Ja. Gut. Der schluckt den Schall, mhm, sehr gut. Okay, also auch da noch wieder der Körperschall dann. Richtig. Okay. Das ist sehr angenehm. Das ist oft so, die Geräusche vom Klo. Sehr schön. Ja, gut.